So, und ich habe schon ganz, ganz viel heute gehört. Vorher tatsächlich noch wenig, aber ich habe ganz viel von Squiltendorf gehört. Deswegen müssen wir, glaube ich, mal darüber reden. Müssen wir kurz, also wie viel weißt du denn zu ihm? Ich habe nur heute gehört, dass er eine Legende ist und the most hidden boss of all hidden bosses. Okay. Und offensichtlich spielt, ja cool, ich dachte gerade, er spielt DK, da wäre ich am Start gewesen, aber... Also ich weiß jetzt auch leider nicht so viel zu Squiltendorf, aber so wie du es schon gesagt hast, der ist seit 100 Jahren dabei, ja. Aber glaube immer nur in Berlin, das ist halt der Witz dran. Er hat dann auch, glaube ich, so vor allem bei Covid und ein bisschen davor, glaube ich, nicht so gespielt, hat es ein bisschen, also hat halt einfach nicht mehr gespielt, aber dann jetzt so das letzte Jahr vor allem wieder, weil Berlin auch wieder so stacked war auf einmal, was ging da auf einmal ab, ist er wieder gekommen und er travelt nicht. Er weigert sich. Er hat da überhaupt keine Lust. Ja, und deswegen ist schön, dass wir jetzt so ein großes Turnier in Berlin endlich mal haben. Und auch solche Hidden Bosses mal sehen. Also da, ich glaube, er steht ganz groß im Fokus jetzt, vor allem bei uns, weil wir halt sagen, ja, jeder weiß, er ist cracked, er ist Hidden Boss und keine Ahnung. Aber wie weit kann das wirklich bringen? Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also ich glaube, wir haben, das ist auch wahrscheinlich ein Top-Seed-Matchup, das wir jetzt haben hier in Pool 7, oder? Das sind wahrscheinlich die beiden ersten First und Second Seeds, ne? Genau. IUD King, jetzt musst du mir vielleicht hier ein bisschen aushelfen. Ich weiß es nicht. Ich habe nur spanische Flagge gesehen. Ja. Ich glaube, ich bin auf ihn auch schon mal bei Unranked begegnet, dem Donkey Kong, weil glücklicherweise gibt es nicht so viele Donkey Kongs. Hey, ich find's geil, gegen Donkey Kong zu spielen. Man kann den da immer so ein bisschen, weißt du, ein bisschen Sandsack und so, oder nicht? Ja, nee, weiß ich nicht. Ja, das fühlt sich ja an sich schon ganz nett an, aber der Charakter fliegt so komisch, okay? Er hat komische Animations und wenn du einmal unter ihm bist, dann gibt er dir so lange Kopf, bis du einfach keine Lust mehr hast. Ja, ich finde das aber fair mal, denke ich mir so. Er ist der Affe, er lässt sich so verprügeln, da kann man auch mal eine Zone haben, die man respektieren muss. Und das ist so, und da gibt er schon wieder Kopf. Das ist auch immer total krass. Also übrigens habe ich auch nicht so viele Infos, außer dass ich irgendwie der Meinung bin, ich hätte den mal auf so EU-Turnieren auch immer mal gesehen. Also ich glaube, der ist schon recht ein Staple wahrscheinlich. Ich meine, so wie er Squiltendorf hier gerade gibt, ja. Bisher sehr guter Eindruck. Und ich habe sowieso das Gefühl, DK-Spieler sind sowieso mal anderes Breed. Also die sind irgendwie immer alle komplett verrückt, gut in dem Spiel, build different, machen sowas und kriegen dann den Upsmash. Das war verrückt. Willst du mich verarschen? Er hat direkt gesagt, okay, ich zeig mal, wie crazy ich bin, um zu unterstreichen, was ich gesagt habe. Interessiert ihn was, doch nicht. Den Namen kann ich nicht mal aussprechen, den boxe ich jetzt. Alter. Und er gibt ihm gerade einfach weiter. Das ist verrückt. Jetzt. Ja, jetzt ist halt jetzt auch kein Double Jump mehr. Das ist dann leider immer Death Sentence für DK. Ja, das ist so der Plan, den man eigentlich haben sollte gegen DK. Irgendwie unter die Stage bekommen, unter die Ledge. Weil rechts und links, mein Gott, Donkey Kong lebt für immer. Ja, wenn er nur hoch genug ist. Aber sobald er mal ein bisschen unter der Stage ist, das ist da, wo er dann wirklich struggelt. Das ist immer sehr, sehr traurig zu beobachten. Vor allen Dingen, wenn so, er gibt sich so viel Mühe, er muss so viel tun und dann so einmal so, ich wurde auf Stage angepustet, zack, wir sind tot. Genau sowas, ja. Das ey, ist, ja. Der arbeitet für mich, für mein Commentary. Alles highlightet er, was ich gerade sage. So kann es gern weitergehen. Aber Squiltendorf vielleicht, also ist dir aufgefallen, jetzt zwei Stocks genommen, ohne wirklich groß gehittet zu werden, habe ich das Gefühl. Mhm. Also der hat jetzt... Er kommt ein bisschen ins Matchup rein, also hat einfach direkt nach dem ersten Stock schon gemerkt, okay, so wie ich mich gerade positioniere, das funktioniert nicht so gegen DK. Das ist halt immer ein bisschen anders, da braucht man manchmal ein paar Stocks, um sich drauf einzuspielen. Er hat gemerkt, dieser Affe, wirklich, der kann nix. Ist nur ein Affe. Ja, das muss man sich auch manchmal bewusst machen. Das ist nicht true, das ist doch nicht real. Ich glaube, das ist true auf Fox. Ich glaube, das ist ein Ding. Ja, ich glaube schon. Alter. Ich glaube auf Fox, das ist ja mal auch das Ding. Ich habe die DK-Documentary geguckt, deswegen habe ich alle Infos der Welt. Ich glaube, gegen so diese Fastfaller, die Spaceys, hat DK so ein paar verrückte Confirms. Und vor allen Dingen, was auch richtig gefährlich ist, ist Up the Out of Shield, weil die Spaceys fliegen so richtig in so einem weirden Engel, dass die da noch schwierig recovern können und auch sehr linear nur noch recovern müssen, weil dann die Ressourcen nicht mehr reichen. Ja, man hat schon ein paar Mal gesehen, dass IUD King vor allem, wenn Squiltendorf auf der Plattform war und er macht so zwei Up-Airs von unten und danach eine Up-Beam, weil er einfach davon ausgeht, okay, der Fox wird jetzt wahrscheinlich Shield droppen
nach der Abwehr, ja, und dann catche ich ihn damit. Das ist clever. Ich hoffe, er trifft ihn mal damit, ja, aber wenn er da so seinen Puffer so ein bisschen verschießt schon, dann... Er hat schon wieder probiert. Das Spiltendorfer ready. Ja, dann wird halt Spiltendorf vielleicht sich auch denken, so okay, Shield Drop verboten. Shield Drop macht er nicht mehr. Ja. Das ist auf jeden Fall, also langatmig ist irgendwie das falsche Wort, aber es dauert schon recht lange irgendwie, ne, dieses Matchup. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich dachte, die geben sich jetzt richtig die Faust in die Hand. Ich bin ein bisschen jetzt, also ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht genau, was jetzt Quiltendorf die ganze Zeit gemacht hat. Das ist jetzt so, er spielt das halt einfach irgendwie runter. Er macht so Fox-Zeug. Oh, ist das it? Nee, tatsächlich nicht. Ja, das ist irgendwie, Quiltendorf macht Fox-Zeug, IoD King macht DK-Zeug. Die spielen und einfach wirklich die Charaktere, die spielen sich nicht gegenseitig. Das könnte böse gewesen sein. Oh, der Grab, der war... Warum schmeißt er nicht offstage? Ja, ich hätte jetzt vielleicht erwartet, Es gibt ja diesen Skill-Check immer von DK, gerade auf Battlefield. Ich glaube, da kannst du dann runterrennen und den halt direkt zurückwerfen und dann fliegst du in einem straighten Engel nach unten. Und wenn du nicht taggst, bist du bei null tot. So, ja. Hatte ich ein bisschen gehofft, dass er den jetzt macht, weil das ist so ein Matchup-Check, den man einfach wissen muss. So. Das ist ich bin auch stark davon ausgegangen, dass jetzt irgendwas in die Richtung kommt, dass er halt, wenn er ihn schon an der Ledge hat, letzter Stock, jetzt erstmal offstage rennt. Vor allen Dingen nach so einem, das war einfach ein dominanter Grab irgendwie. Das hat irgendwie auch so ein bisschen Message gesendet. Oh, jetzt haben wir auf FD, ich weiß nicht. Also ja, klar, das ist IOD Kicks Counterpick, das ist klar. Der hat die Chain Grabs auf Fox, der hat da sehr, sehr viel Spaß dran, glaube ich. Und die Plattformen haben wir zwar gesehen, haben ihm gut geholfen, aber Fox hat halt, holt auch immer recht viel aus Plattformen raus. Und ich wäre jetzt wütend gewesen, hätte das gekillt. Er hat ja diese Upsmash aus einer Weak Nair bekommen. Und ich habe vorher noch mit Asta geredet. Mhm. Und er hat gesagt, Quiltendorf hat noch nie eine Strong Nair gemacht. Noch nie in seinem Leben. Er weiß gar nicht, dass die existiert. Er macht immer nur die Weak Nairs. Ja, das war so ein Ultimate-Ass-Confirm, ey. Du musst mal echt drauf achten. Der drückt schon. Oh, jetzt trifft er ihn schon zum zweiten. Oh, der Double Shine. Oh, wow. Wunderschön. Ja, und ich glaube, da können wir direkt sehen, dass wir nicht zu viel versprochen haben. Dass Berlin, das, was so auf dem Jedo in Berlin so rumkreucht, dass da einfach alles da ist. Also alle Hidden Bosses, alle Menschen, die dich zerfetzen. Oh, ja, ich finde auch, dass Quiltendorf gar nicht beeindruckt ist. Juckt ihn gar nicht. Ja, gut, dann werde ich halt von ein paar Abwehrs getroffen. Mai, wenn ich da raus die Ei, dann trifft er mich irgendwann nicht mehr. Aber ich sag ja, das ist halt auch der Trick gegen so Low-Tiers, sage ich jetzt einfach mal. Low-Mid-Tiers, du darfst halt da keine. Sobald du Angst vor denen hast. Er hat mit seinem Rücken gegrabt, erzählen wir doch nichts. Diese Grabs sind einfach verrückt. Warum ist Jab Upsmash ein Ding? Das ist so ein Confirm. Braucht er nicht. So, jetzt schauen wir mal. Oh, hat er den... Die Nair. Den Punish drauf? Nee, leider nicht bis zum Schluss. Aber das könnte sein. Ja, Upsmash, der ist so stark. Den hat man irgendwie auch nie auf dem Schirm bei DK, überhaupt, ne? Überhaupt nicht. Das ist aber diese neue DK-Welle, die wir jetzt haben. Ja. Die optimizen, die kommen. Ich habe richtig Angst. Ich bin ein richtiger Fan. Ich liebe DK. Ich bin ehrlich. Na, ich bin großer DK-Hater, deswegen... Damn. Was spielst du für einen Char? Chic. Okay, irgendwie überrascht mich das nicht, dass du dann DK-Hater bist. Ohne das auf irgendeine Weise werten zu meinen. Ich verstehe nur. Was ist passiert? Damn. Alter, oh mein Gott, das war so ein heftiger Punish. Das, oha. Okay, aber schafft es IOD King? Er braucht dieses Game, damit es zum Game 5 bringt. Ja, Flex Best of 5 übrigens sehr hype, das Format. Also, Ich bin extrem intrigued einfach von dem Format, ja. Er hat die Nair. Das war schon wieder diese Weak Nair. Ist richtig, ja. Das ist auch das erste Mal, dass er so wirklich jetzt gechain-grabbed hat, glaube ich. Ja, ich sag ja, auf FD, das will DK halt natürlich machen, deswegen kommt da wahrscheinlich an der Stelle der Counterpick von IOD King raus. Oh, ist das it? Oh Gott, das war's dann schon. Und der Pop. Ah, damn. Ja, das war ja, hat er ja gegen First? Nee, ich weiß es gerade nicht. Quiltendorf ist First. Ja, okay, ja, nevermind, dann habe ich Kacke gelabert. Aber das war jetzt schon wieder so ein richtiges, er ist nicht beeindruckt, Jab, ja. Aber wir sehen, er war doch schon beeindruckt durch den Pop-Off. Also irgendwie, der Respekt war natürlich dann da. Er wollte den Win. Ja. Ich bin ein bisschen schade, dass wir kein Best of 5 gesehen haben. Das wäre doch so ein Set gewesen, das hätte ein Best of 5 verdient.
aber so ist das vom Ort. Deswegen, ja, aber ich sehr interessant. Ja, Squiltendorf, ich glaube, er weiß auch, dass er sich ein bisschen beweisen muss. Ja, meinst du, das Erwartungen, ist ja, klar. Mm. Ja, ich meine ja schon, ne? Ich kannte ihn vorher nicht und selbst ich habe dann so irgendwie heute schon dreimal den Namen Squiltendorf gehört. Oh, Squiltendorf ist da. So krass. Ja, ja, die Leute sind ultra hyped zu sehen, was er heute anstellt. Witzige Geschichte, also keine Geschichte, aber so ein Fact mit Squiltendorf, weil es gibt einige Spiele auf Unranked, die so SQUI haben als Kürzel. Ja, bei Slippy, genau. Und einer davon ist auch so ein total toxischer Marv. Auf jeden Fall, und ganz häufig passiert es so irgendwie, dass die Leute gegen irgendeine Person spielen, die halt auch diesen Code hat, und dann schreiben sie Squiltendorf, hey, GGs, du bist voll krass oder so, oder keine Ahnung, oder so, was soll das, du bist voll toxisch, und er sagt dann, war ich nicht. Hey, Bro, I'm sorry. Und weil er spielt immer unter Squiltendorf, yeah. Also man weiß, dass man gegen Squiltendorf spielt. Aber das fand ich. Ah, das ist auch schön so eine, also kann man von, ne, auch eine Meinung zu haben. Also ich finde das ja ein bisschen cringe dann so nach Unranked dann so erstmal so, hey, ich gehe jetzt erstmal auf Discord und schreibe meinem Gegner so. Ja, immer ja auch selten, also das ist so.